Soll ich mir mal die Raupe für diesen Raupenkokon macht? Ich bin auch wieder dabei. Eure Josie. Ja, diesen Raupenkokon hier. Dazu macht mir jetzt die Raupe. Ich lege euch hier nochmal hier schon an die Seite, dass ihr den seht. Ja, hier ist das, was im letzten Video gemacht wurde. Yep. Die lege ich euch jetzt mal beide schon an die Seite, dass ihr die sehen könnt, aber nicht mitten im Weg stehen. So. Dafür braucht ihr diese Dings. Wir nennen ihn jetzt mal Elefanten, weil der so Elefantenohren hat. Ja, wir nennen ihn jetzt mal Elefanten. Nein, zwei Stifte Dingsbums. Zwei Stifte Dingsbums ist auch gut. Zwei Stifte Dingsbums. Und natürlich den Haken. Wir haben hier eine Häkelnadel, die geht auch gut. Man kann natürlich auch den Originalumhaken nehmen. Hier. Aber ich empfehle die Häkelnadeln. Ja. Stärke 2,5, die sind die besten. Und zum Anhänger und so Fuddelns Stärke 2. Und Stärke 3, die ist groß halt. Falls ihr das nicht versteht, fragt eure Eltern oder eure Omis. Ja, fragt eure Omis. Und wenn ihr nicht häkeln könnt, fragt einfach jemand anderen. Der macht das immer so überkreuzt. Wieder so. Wieder so. Unser Vater guckt sich gerade ein Video von Selina an. Das erste Video so mit den Lumen Armband machen mit Lumen ist ein bisschen blöd geworden, weil ich mich da durch eine Kamera so gut konzentrieren konnte. Da war ich immer so ganz aber nervös. Diese Videos werden jetzt besser, weil wir beide sie machen. Ja, also und dann, ich bin so Sprecherin so. Aber es macht trotzdem Spaß. Da kann ich mich besser konzentrieren und jetzt habe ich mich auch daran gewöhnt, dass jeder mich einfach sehen und hören kann. Wie gesagt, wenn ihr das Video Raupenkokon geguckt habt, dann werdet ihr bestimmt Infos kriegen, was ihr mit bei unserer Kommentierliste alles schreiben, machen, sonstiges machen könnt. Ich mache gleich noch ein Video für Infos für meinen Kanal. So. Guckt das Video Raupenkokon. Dann nehmt ihr das untere. Ich weiß, es ist ein bisschen unscharf. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber. Nein, ich mach's weiter weg. So sieht man's. Warte mal kurz. So, dann ist das hier. Dann nehmt ihr wieder das untere Gummi. Spannt es über die Beine 2 und lasst einfach los. Dann nehmt ihr wieder das untere. Spannt es über die nächsten 2 und lasst es wieder los. Und das macht ihr jetzt. Also ihr nehmt dann jetzt keine überkreuzt, sondern einfach nur drüber. Zeige ich euch nochmal hier. Nicht überkreuzt, einfach hier dran. Ich muss mal da unten. Da dran. Bei den anderen. Dann nehmt ihr wieder den unteren und wieder da drüber und wieder loslassen. Und wieder nehmen, drüber loslassen. Und das macht ihr jetzt, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Ihr macht jetzt kein Armband, sondern eine Raupe. Die wird ein bisschen kürzer. Das müsst ihr jetzt 20, 30 Mal machen. 20 bis 30. Bei der Kokon habe ich auch so 10 bis 20 geschätzt. Das ist schon 20 bis 30. Warum müsst ihr das jetzt machen? Ist ja euch überlassen eigentlich. Hm? Okay, jetzt packe ich die Kokons in ein Bild. Dann könnt ihr das euch nochmal angucken. Die Raupe kann man auch an Pflanzenstift und Haken hängen. Oder an Handys. Oder an Handytaschen. Nein, die kann man nicht. Klar. Die Stoff kann man auch durch diese Handyhüllen. Dinger. Die Raupe kann man auch so machen. Ja, und den Raupenkokon, den ich beim letzten Video Raupenkokon gekriegt habe, den mache ich mir an meine Handyhülle, an der ich gerade an der Arbeit bin. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, hier, bin ich gerade am Arbeiten. Hier. Handyhülle. Ist eigentlich schon richtig schön geworden. Danke. Stimmt's? Schreibt einfach in die Kommentarliste. Ich würde mich freuen auf viele Kommentare. Ihr könnt auch einfach schreiben, zum Beispiel dieses Video heißt ja jetzt Raupe. Schreibt ihr Raupe, Doppelpunkt und dann das Kommentar dazu. Ja. Das wäre leicht. Raupe? Lumbend-Raupe zum selber machen. Nee, Lumbend-Raupe-Anleitung Deutsch. So wird's heißen. Raupe reicht eigentlich bei den Kommentaren. Einfach in den Kommentaren und denkt daran, euren Namen schreiben. Dann können wir euch das nächste Video widmen. Ich habe dir den Raupenkokon erklärt, wie das funktioniert. Wir werden auch noch ein Infovideo machen. Ne? Mhm. So ein Zaundings da. Das ist nur Sound. Nur Sound.
Hört sich voll echt an, ne? Ich mache gerne solche Sounddingsbums an. Ja. Falls ihr es nicht gehört habt, mache ich gerne nochmal an. Es gibt zwei. Das eine funktioniert aber nur einmal im Monat. Das ist blöd, weil das eigentlich Geld kostet, aber... Mhm. Zwar. Ich weiß nochmal das Kostenlose. Das kostet eigentlich nicht Geld, deswegen kann man das nur einmal im Monat machen. Warte, erinnert ihr euch noch? Ich würde es schön finden, wenn ihr euch alle mein Video anguckt, kommentiert. Nett kommentiert natürlich, nicht nett. So, oh, ist das blöd. Ja, ihr könnt auch was daran nicht kommentieren, wenn ihr was nicht verstanden habt oder so. Dann kann ich das verbessern, bitte. Wenn ihr was schlecht findet, direkt machen. Ich finde das nicht schlimm, ich finde das sogar besser. Dann kann ich mich ein bisschen verbessern. Verbessern. Und falls ihr das alles nicht versteht habt, guckt euch einfach das Info-Video an. Ja, ich mache das als nächstes. Dann gebt ihr oben ein Infovideo zu Blumenbeins Kanal Selina Stöcker. Einfach Infovideo zum Blumenbeins zum Kanal Selina Stöcker. Oder so. Ist auch gut. Einfach eingeben. Damit es euch jetzt nicht zu langweilig wird, weil es gerade ruhig ist, würde ich mal vorschlagen, ja, was sollten wir machen? Hm? Guckt euch mal die schönen Raupenkokons an und überlebt euch. Ja, die müssen ja selbst noch die Raupe machen. Am schönsten ist es, wenn ihr den Raupenkokon in der gleichen Farbe macht wie die Raupe oder andersrum. Oder so zum Beispiel hier bei der... Beim Innenleben des Kokons, zum Beispiel bei mir, bei meinem Fall orange und außen lila, könntet ihr die Raupe orange machen. Genau, weil das dann halt die Raupe ist, die da drin ist, ne? Sieht ja dann so aus. Aber es ist alles eurer Kreativität gefragt. Yep. Jetzt zum Beispiel, hier ist ja blau, sieht man blau, das blaue ist nicht lila, das blaue ist der Kokon, das innere orange ist die Raupe. Ja, so könnte man sich vorstellen. Yep. So, ich glaube, auf diese Länge hier reicht schon. Denkt dran, Thaddäus oder Elefant. Sieht ihr es? Elefant. Brüssel. Ohr. Ja, sieht ihr es? Oder Elefant von hinten. Elefant von vorne. So, dann macht ihr, wie ich euch immer zeige, von der Seite. Das untere darauf und das andere untere auch. Das letzte verbindet ihr dann mit einem C-Clip. Eine finden würde hier. Mhm. Weil in meinem Koffer findet man nie C-Clips. Dann verbindet ihr das. So, da haben wir schon mal Raumkörper. Aber es fehlt ja noch was. Braucht ihr noch ein schwarzes? Was die denn da gemacht? Schwarzes, ja. Schwarz. Dann nehmt ihr es auf eine dünne Nadel, so Häkel oder beziehungsweise andere Nadel. Kann ich mir die dünne Nadel, die kleine, da drinnen. Entschuldigung für diese kleine Wartepause. Ich bin aber auch nicht mehr da. Der Jüngste, ich bin 8 Jahre alt, hallo. Ich bin 10. Ich bin schon steinalt. Dann macht ihr so, zieht ihn dadurch, wo ihr eure... Da, so, ungefähr hier beim ersten, zweiten, dritten, vierten, beim vierten, anfangs fünften. Dann macht ihr so, zieht das problemlos drüber. Ja, ist auch echt problemlos, ne? Hier so. Und dann muss noch, opa, macht euch das auf den Finger, besten so, dann macht ihr das wieder drauf. Dann macht ihr so, macht das ein bisschen
wickelt das ein bisschen. Nee, wickelt nicht rum. Einfach drauf lassen. So. Also wie ihr schon merkt, wir sind ein sehr anspruchsvolles Team. Uns könnt ihr alles sagen. Dann nehmt ihr wieder einen C-Clip. Macht's gerade gut dran. Zieht's ab. Da habt ihr schon ein Äugelchen. Das ist den C-Clip, wenn es geht. Zieht ihr so, zieht ihr das Armband lang. Wenn es geht, das den C-Clip in das Armband reinmachen, damit man das eh nicht mehr sieht. Also so unter die Gummis mischen. So. So geht's doch. So. Habt ihr hier ein Äugelchen? Dann habt ihr schon eure Raupe. Hier ist das Äugelchen. Hier ist der Mund. Euch hier die Raupe. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bye bye. Und schreibt was in die Kommentare und jetzt mache ich unser Infovideo. Tschüss. Jetzt guckt euch noch mal eben die hier an. Ist doch schön geworden. Schöne Raupe eigentlich. Hier. Okay, tschüss. Bye bye.